Alles wegrattern. Die Mitte wurde nicht besetzt, ne? Keiner der Mediums spottet die Mitte, auch der Scout nicht. Unser Scout gammelt hier hinter mir. Der ist auch schon low HP. Unser TVP hat sich schon weggeschmissen, weil er viel zu tief in die Stadt reingefahren ist. Also wenn wir die Mitte nicht haben, dann kassieren wir jetzt gleich alle von da, ne? Oh, und der schmeißt sich auch schon weg. Ah, wir kriegen hier zu wenig Support noch. Ja, keine Arti, kein TD, kein gar nichts. Aimt da den hier 100 ab
Ja, ich habe jetzt voll die HP verloren, um den zu spotten, aber irgendwie interessiert sich unser Team nicht. Spottet ja auch keiner, ne? Oh ja, eine schöne 1100er. Unser EBR spottet halt einfach nicht, ne? Der größte Bot, der jemals einen Staub gefahren hat. Guck dir das doch mal an, wie viel Schaden ich abgewehrt habe. Fast 7000. Unsere Artis sind auch zu dumm, mal die Position zu wechseln, damit sie schießen können, ne? Die hätten jetzt schon längst alles kaputt schießen können, ne? Aber wenn man zu dumm ist, seine Position zu wechseln, ne, dann verkackt man es halt, ne? Ja, die gehen jetzt bei uns cappen. Ganz klare Sache. Bro. Ein Bot-Team sondergleichen, wirklich. Die Artis zu dumm, Positionen zu wechseln. Ja, Super Kong hat sich in der Mitte einen abgegammelt, wurde dann komplett abgefarmt am Ende. Ja, der einzige hier, siehst du doch, fast 7000 abgewehrt, 3500 rausgehauen, 1,6 assisted und wir verlieren immer noch das Spiel, Alter. Einfach am Rumbotten, das Team. Die Artis, die komplett Versager des Todes. Zu blöd, einfach mal einen Schusswinkel zu wechseln und dann da mal die offenen Ziele rauszuschießen. Der Foch hätte schon längst tot sein können. Genauso der E100. Die waren da minutenlang offen, ne? Aber wenn man zu dumm ist, mit der Arti die Position zu wechseln, dann wird das halt nichts. Guck mal, der steht immer noch falsch, ne? Der muss da weg mit seinem Panzer. Oh Gott, oh Gott. Ja, das sind offene Ziele, die hätten schon längst tot sein müssen, ne? Dieser Foch und dieser E100 sind beide Low HP, ne? Der Foch lebt immer noch. Wir haben zwei fette 10er Artis und der Foch lebt immer noch, Alter. Das ist echt traurig, Alter. Einfach nur traurig.
Hätten uns die Artis mal ein bisschen früher geholfen, ne? Jo, ich mach null Damage. Wahrscheinlich. Nö, unsere Artis sind nicht eingeaimt. Siehst du ja. So, jetzt abkappen, Jungs. Der ist hier. Ich gehe sogar durch die Mitte. Krank, Alter, ich habe das Ding sogar gerettet mit meinem Spot am Ende. Nur noch 2 Minuten, der ist hier irgendwo, Alter, wenn die Arti sich jetzt mal bewegen würde. Warum bewegen die zwei sich eigentlich nicht? Was wird das? Oh ne, jetzt muss ich hier so einen Drack wegschieben, Alter. Jetzt muss ich hier so einen Drack wegschieben, Alter. Unser Objekt 261 ist ein schneller Arti, ne? Gebounced oder was? Willst du mich verarschen? Ja! Der Meister höchstpersönlich hat alles geregelt, Alter. Base Def, Spot, flankieren, vorwärts fahren, Schaden abwehren, Schaden raushauen, Schaden assisten, Kills machen. Ich hab alles geregelt, Bruder. Es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich habe gescoutet. Guck dir die Scheiße doch mal an, Alter. Bitte, Alter, guck's dir an. 4600 rausgehauen. Fast 6900 geblockt. Dann nochmal 1900 assisted. Platz 1 mit XP, Platz 1 mit Kills, Platz 1 mit Damage. Was willst du mehr, mein Freund? Ich hab einfach die Scheiße geregelt, Alter. Ich hab einfach die Scheiße geregelt. Und den durfte ich mit meinem HE-Schuss nicht rausnehmen, weil er so schlechte Stats hat. Deswegen war er der Unbesiegbare. Junge, so wird ein Spiel gecarried, meine Freunde. Habt ihr gesehen, wie ich am Ende zurückgefahren bin? Weil ich wusste genau, die fahren dann durchs Valley und stellen sich in den Cap. Deswegen bin ich schon frühzeitig in den Busch, konnte die beide spotten. Arti konnte wirken. So sieht's nämlich aus, Freunde. So werden Spiele gecarried vom Meister. Der oberste Meister in diesem Spiel. Der einzig wahre. Der beste.